Aber eigentlich wollten wir Verteidigung gehen, ne? Power Armor. Was kostet es zum Bauen? 10 Alien-Artefakte, 100 blaue Chips und 30 rote Engines. Ja, da war ein Haken. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich auch, dass wir irgendwie 10 Folgen darauf gewartet haben oder noch mehr, um die MK2-Rüstung später zusammenzubekommen. Die Modulare könnten wir jetzt schon bauen, richtig? Richtig. Bräuchten wir doch Solarpanels für. Schneller laufen, Fusion Generator. Nee, komm. Ich mache jetzt die Schusssachen da für die Schrotflinte. Ach, wo Schrotflinte. Schrotflinte, wir können jetzt die hier bauen. Das sollte ich auch möglichst schnell. Goodie. Geht ja langsam doch voran, was Pew Pew angeht. So, also Wasser hätten wir. Du produzierst jetzt bitte Wasser mit Nebenprodukt Stein. Du produzierst bitte Wasser mit Nebenprodukt Stein. Wasser Nebenprodukt Stein. Wasser Nebenprodukt Stein. Das Steinzeug muss wegtransportiert werden. Und zwar wahrscheinlich schnell. Du da rein, du da rein, du da rein, du da rein. Ich brauche schnelle Ärmchen. Euch mal wieder verschieben. Hinten ranhängen. Dich dahin, du weg. So, Rohre. Dich mit dir verbinden. Hier müssten eigentlich auch unterirdische Rohre wieder zwischen. Die kosten so viel. Na, was soll's. So. So, die füllen sich jetzt sehr schnell mit klarem Wasser, das ist gut. Schnelle Ärmchen sind fertig? Ja. Dann mach doch bitte mal schnelles Ärmchen da, schnelles Ärmchen da. Schnelles Ärmchen da, schnelles Ärmchen da. So. Dann brauchen wir wieder Untergrundfließbänder. Und dann lasse ich die erstmal nach oben bringen und dann mache ich eine ganze Reihe von Kisten und die werden nach und nach gefüllt. Und ja, die Kisten werden irgendwann voll sein, aber wenn die voll sind, haben wir schon Roboter, denke ich. Hör. Da. Priorität und so. Hoch runter. Hoch runter. Njom. So. Und hier kommen auf jetzt ganz viele Ärmchen hin. Die das in Kisten einsortieren. Die bräuchten aber auch Strom. Haben wir noch? Haben wir noch. Du da. Du da. Seid ihr alle richtig? Ja, seid richtig. Gut, Stahlkiste. Kiste, 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 Kiste. Warum kommt hier nichts an? Achso, weil ihr kein Wasser abtransportiert, das ist okay. Warum staut sich hier Stein, weil die nicht hinterherkommen? Warten wir mal kurz. Ja. Ja, das wird eh nicht so viel Stein abwerfen, wie ich gerade denke. Weil wir das drüben ja auch das Problem haben. Also hier oben. Da haben wir ja auch eine Fabrik, die Wasser herstellt. Die alles hier oben versorgt. Und die stellt innerhalb von einer Stunde irgendwie 8 Mauern her. Das, ja. Gut, du da, du da. Also das hier ist wirklich... Ich hätte das mit 2 Fabriken locker wuppen können. Aber na gut. Also Schrotflintengeschwindigkeit erhöht. Sehr gut. Gleich nochmal. Zusammen, zusammen, zusammen. Dahin. Und ich habe wieder kein... Stahl? Nee, kein Eisen. Okay. Ach so, ich könnte hier unten schon mal die Steam Engines hinsetzen. Ne, ich will schön viel Platz haben. Also hier Engine, da Engine. Hier kommen dann die Boiler hin. Hehe. Und die Kohleversorgung für die Boiler. Ja, das könnte auch noch interessant werden. Also nicht Kohle, sondern Brennstoffblöcke, ne? So, 8 Stück.
Diesmal werden auch alle MK3 Steam Engines sein. Nicht so wie da hinten, wo wir das untere haben, was so ein bisschen, ne, schlechter versorgt ist. Weil wir halt das unabhängig vom Stein regeln wollten. Gut, Eisen wollte ich klauen. Da haben wir momentan ein bisschen was. Du, gib mir ein bisschen Eisen. So, gib mir mehr Rohre, gib mir Untergrundrohre. Und jetzt gib mir noch Stahl. Rote Tränke sind immer noch okay. Obwohl ich jetzt durchgehend Sachen erforsche, die nur rote Tränke brauchen. Das ist ein gutes Zeichen. Da, Stahl. Ah, Stahl hinkt ein bisschen hinterher. Das liegt aber hier am Eisen. Das Ärmchen kommt nicht mehr hinterher. Das ist jetzt nicht so schön, weil ich denke mal, das ist das schnellste Ärmchen überhaupt. Das ist schon very fast. Das ist schneller, als man normalerweise in Vanilla hätte. Also eventuell... Ich überlege gerade. Also ich könnte jetzt hier noch ein Ärmchen nehmen. Das dann so machen. Ja. Das kann ich aber auch nur so lange machen, bis hier rechts, links irgendwann eine Mangelerscheinung auftaucht. Und es gefällt mir nicht, dass sich hier alles so staut, trotz schnellem Ärmchen. Das muss ich mir später nochmal genauer angucken. Hauptsache, das kommt hier erstmal durch. Stahl bekommt wieder genug Eisen ab. Die anderen Sachen bekommen auch genug Eisen ab. Und hier unten staut sich das. Warum ist das Ärmchen da? Ach so, damit nur auf der Seite Eisen ist und auf der anderen Seite die grünen Ärmchen hinkommen. Okay. Vertraue dem Gerogon der Vergangenheit. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Du bist voll mit 50 Speed-Modulen. Okay. Die lassen wir erstmal drin, sonst baut er gleich neue. Das wollte ich eigentlich. Ach, ich wollte Stahl holen. Das habe ich auch gemacht. Gut. Rohre haben wir. So, die haben wir auch. Gut, dann bauen wir oben weiter. Also. Zing, 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 zing. Können wir hier da schon mal alles machen, damit wir später nicht machen müssen. Da, 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 da. Die Boiler kann ich jetzt auch schon mal bauen. Da. MK3 Boiler, was fehlt? Rote Chips. Okay. Schauen wir mal. Grüne Chips. Rote Chips. Nicht so viele rote Chips, wie ich gerne hätte. Ach, ihr habt noch keine Speed-Module. Das lässt sich ändern. Zack, zack. Zack, zack. Was fehlt dir? Bekommst du irgendwas nicht? Kupferdraht, kann das sein? Du hast 3 Kupferdraht. Ja, da fehlt definitiv was. Du bist da, nach da unten. Und du brauchst oben rotes Ärmchen. Dass der Kupferdraht holt. Genau. Die Fabrik lief die ganze Zeit nicht. Das ist irgendwie nicht so schön. Ja, viel besser. Viel, viel besser. Okay. Die hätte ich gerne auch noch. Ja, Boiler. Brech die Boiler bitte mal ab. Ich will nicht so viel... Ach, die brauchen auch rote Chips. Gute Güte. Nee, komm, dann hätte ich gerne Stein. Und hätte gerne MK1 Boiler und davon dann mehr. Das sehe ich nicht ein, dass ich jetzt so viele rote Chips verballern muss, nur für Wasserkocher. Du hör mal bitte auf, Mauern zu bauen. Also Steine zu bauen. Das ist viel zu wenig, was hier ankommt. Also es war definitiv eine gute Idee, das mit dem Wasser so zu regeln, dass es auch Steine produziert. Sonst hätten wir später echt ein Problem. So, her damit, her damit, her damit, her damit.
Genau, ganz viele Boiler. Ganz, ganz viele Boiler. Fließbänder haben wir noch. Ärmchen haben wir auch noch. Dann können wir gleich mal das hinbekommen, dass die zukünftigen Boiler für hier oben auch ordentlich ihre Zellen bekommen. Also diese Brennstoffblöcke. Weg, 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 weg. Ups. Entschuldigung. Du sahst aus wie ein Baum. So ein bisschen zumindest. So. Oh, apropos Resin. Das sollten wir gleich wieder hier unten in die Fabrik reinschmeißen. Die hier rausholen. Und oben rechts irgendwo hinbappen. Ich weiß nur nicht genau wo. Vielleicht in die Wüste. So, Shooting Speed erforscht. Shooting Damage. Ja, damit. Wir sind jetzt ganz im Pew-Pew-Wahn. Ich freue mich schon drauf, mit der Combat Shotgun mit panzerbrechender Munition mal wieder loszuziehen. Weil das ging ja letztes Mal schon ab, als wir das mit normaler Munition gemacht haben. Jetzt mit der panzerbrechenden dürfte das richtig gut laufen. So, das Gebiet hier wird eh nicht genutzt, richtig? Richtig, dann machen wir hier mal ein Wäldchen hin. So. Auch wenn das ein wenig komisch aussieht, mitten in der Wüste Gummibaumwald zu setzen. Aber okay. Es wäre wahrscheinlich etwas zu anrüchig, wenn man eine Hacke bräuchte. Und hier erstmal einen Wassergraben langziehen muss. Wie in diversen anderen Spielen. Ja? Will ich das alles zubauen? Nein, ich will hier auch noch durch können. Also machen wir einfach hier mal am Ufer lang. Das sieht ja auch schick aus. So, und Samen sind alle. Sehr gut. Das dürfte jetzt schon dazu führen, dass das weniger in die Richtung sich ausbreitet. Wow. Verbreitet sich das gerade richtig stark in die Richtung aus. Wann ist das denn passiert? Ach so. Wegen unserer Expansion mit dem... mit der zweiten Energieversorgung. Okay. Okay, okay, okay. Das Ding, das gleich alle. Also deswegen hier macht er da oben Probleme, denke ich. Also unbedingt nachher hier einen Wald hinsetzen. Sobald die Samen durch sind von dem, was wir eben gerade abgebaut haben. Aber kümmern wir uns jetzt um die eigentlichen Geschichten. Also, hier brauchen wir noch einen Anschluss. Und zwar von da nach da. Ihr füllt euch jetzt auch mit Wasser. Okay. Dann brauchen wir Boiler. Und zwar viele. Und die brauchen Kohle. Okay, ich teste mal was. 1, 2, 3, 4. Machen wir 6 Boiler. Und zwar auf Höhe einem über dem Strommast. So. Dann nehmen wir die da. Lassen die hier einmal rumlaufen. Und da wieder zurücklaufen. Und dann irgendwo anders hin und wieder weg, das ist mir egal. Die kriegen dann ihre Ärmchen hier. Die kriegen ihre Ärmchen hier. Und können wir das da noch hin anschließen? Jo. Knick, 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 knick. Das sieht doch sehr schick aus. Dann haben die hier einen Wasseranschluss. Die haben hier hinten einen Wasseranschluss. Und das war's schon. Das sieht richtig gut aus. Du weg, du da. Jetzt bräuchten wir halt nur noch irgendwie einen Weg, der dahin führt. Wo kommen die Brennstoffblöcke an? Da ist Plastik, da ist das. Da oben kommen die her. Ja, müssten wir hier auch abzweigen. Wir könnten sie... Wir haben noch keine intelligenten langen Ärmchen, das ist schade. Dann bräuchte ich unterirdische Dingsbummens. Dann machen wir hier so ein Loch rein. Schnappen uns mit einem intelligenten Ärmchen von da die Brennstoffblöcke. Tun sie in eine Kiste zum Stauen und so. Du da, du da. So. Tun sie in eine Kiste zum Stauen und bringen sie dann von da aus mit noch einem Ärmchen
Ich bin versucht, das Fließband hier mit zu nutzen. Aber dann fahren wir zu viel Heckmeck. Nee, das ist doof.